Das ist größte, also nicht alles, aber hier gibt es teilweise unverpackte Sachen. Ich finde das super nice. Leider natürlich nicht alles, aber mir gefällt der Laden. Das war Candy. Bist du sicher, dass das Candy war? Oh, hab's. Kulmination. Kannst du dir vorstellen, dass Tessa und Tom mal jung waren? Das habe ich gehört. Ich habe vielleicht nicht mehr ganz so viele Haare auf dem Kopf. Aber schaut euch mal den Rest von Gehen Sie ein Jahrgang bisschen 81 nachhaltig der rein. Delos High an. Du hast recht. Ich meine, wird auch sein, dass er Müsli oder Allison, ich sowas. warte. Lass uns die Einkäufe bezahlen. Ist das alles? Ja. Danke, Tom. Oh, hi, Tessa. Wir wollten dich gerade besuchen kommen. Hi, Tessa. Lange nicht gesehen. Mein Gott, du siehst aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin's. Mit Bart. Ja. Also, wir waren heute im alten Haus. Himmel, was wollt ihr denn da? Mich wundert, dass es noch steht. In Marianne's Schlafzimmer waren ein paar Sachen, die uns verwundert haben. Ach, wirklich? Wir wollen dir ein paar Fragen über sie stellen. Du bist vermutlich die einzige Person, die Marianne besser kannte als wir. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Jahrzehnt her, Kinder. Ich weiß, aber ich muss es fragen. Was denn? Hat sie je über mich als Junge gesprochen? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Ich habe es erst später erfahren, wie alle anderen auch. Es hat Marianne klar beunruhigt. Hat sie sich dir denn gar nicht anvertraut? Eure Mutter war äußerst zurückhaltend. Sie brauchte niemanden und das war für alle klar. Aber es ging um Tyler. Wenn es um uns ging, war sie bereit, Hilfe zu suchen. Am Schluss nicht. Hört zu, ich habe heute noch viel zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nur empfehlen, nach vorne zu sehen. So einfach ist das nicht. Was in dieser Nacht geschah, kann man nicht so einfach begreifen. Aber es war sicher alles Teil von Gottes Plan. Oh no, ich hasse diesen Satz. Es war Teil von Gottes Plan. Ich wünsche euch viel Glück. Ich bin übrigens nicht gläubig. Was ich glaube, jetzt ist es raus. Ich wusste, dass sie nichts sagt. Hatte sie ein CIA-Training? Irgendwas ist komisch. Es ist komisch, oder? Ja, ich spüre es auch. Ich kann es aber nicht genau ausdrücken. Ah, das heißt, sie spüren wahrscheinlich wieder irgendwas, oder? Was wirklich nicht? Hätte ich nicht gedacht. Das ist viel schneller. Hey, ihr zwei, seid ihr fertig? Ja, Mom. Können wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Ach, heute ist leider keine Zeit zum Spielen, Schatz. Gehen wir besser. Marianne, kommst du mal her? Sorry, Tessa, aber ich hab's eilig. Oh, was hast du diesmal für eine Ausrede? Notreparaturen am Biberdamm? Tessa, also... Nein, ich will es nicht hören. Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? What? Das hatte ich völlig vergessen. Ich erinnere mich. Aber irgendwie war es anders. Schauen wir mal, ob wir meine Version abrufen können, okay? Mom, dürfen wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Nein, heute gibt es keine Spiele. Marianne, können wir reden? Nein, danke schön. Lass die Einkäufe, Kinder, wir gehen jetzt. Stopp! Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Okay, in ihrer, seiner Version haben die geredet. Verschieden. Eigentlich ergibt das Sinn. Das war jetzt ja seins. Das Feuer war, glaube ich, ihres, ne? Nachdem sie zur Ladentheke rüber sind, ging noch Marianne auf Tessa los, nicht wahr? Nein. Marianne verteidigte uns, weil Tessa mit ihren Moralpredigten kam. Also, welche nehmen wir? Ich will mit dir reden. Sofort.
Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Oh no, ich muss mich... an deine Schulden erinnern? Nein, das war Tessa. Sie ist voll auf sie losgegangen. Mary Ann warf einen Kampf aus. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Bitte, wir gehen davon aus, dass Mary Ann wütend war. Okay? Bitte, sonst wäre sie sicher auf das Gespräch eingegangen. Halt dich von meinen Kindern fern. Deine Ratschläge brauchen sie nicht. Ich versuche nur zu helfen. Ich will keine Hilfe. Nicht von dir und von niemandem in dieser beschissenen Stadt. Ich bin mit euch allen durch. Auch durch mit dem Essen, das ihr von mir kriegt? Dem Benzin? Du vielleicht. Aber die Kinder? Sind meine Kinder, Tessa. Meine. Nicht deine. Bitte, lass uns das nicht hier bereden. Gehen wir in mein Büro. Na gut. Okay. Ihr zwei wartet hier. Was ist los mit dir? Ich bleib skeptisch. Okay. Sagen wir, fürs erste Marianne war Marianne. Aber im Büro hielten sich beide nicht zurück. Keine. Worum ging es wohl in dem Streit? Mich? Weiß nicht. Man konnte überhaupt nichts mehr hören, als sie die Musik aufgedreht hat. Aber hey, jetzt wissen wir, dass sie uns angelogen hat. Fragen wir sie. Das heißt, wir reden jetzt doch nochmal mit ihr. Sie spielt Mabel? Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Mädchen wissen. Mann, Tessa hat alles in diesen Notizbüchern aufgezeichnet. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchen spenden. Und was dann? Verteilt sie etwa Pferdeköpfe, wenn die Leute nicht zurückzahlen? Ich glaube, sie macht sich nur gern Notizen und übergibt sie dann irgendwann Petrus als Bewerbungsmappe. Was macht das denn hier? Wieso haben wir die Pelikan-Dame hier gefunden? Wie wir auch einfach rumschnüffeln, während sie hinter uns steht. Kann ich irgendwas für euch tun? Vorhin hast du gesagt, dass Marianne alles für sich behielt. Aber ein paar Monate vor ihrem Tod habt ihr zwei euch heftig gestritten, oder? Wir haben uns ständig gestritten. Du musst schon konkreter werden. Es ging nicht ums Schummeln beim Kanaster. Es war heftig. Ihr habt euch im Büro verschanzt, damit wir nichts hören. Tut mir leid. Aber das ist ewig. Ich glaube, daran erinnert sie sich noch. Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Das wirkte nicht wie ein Streit, den man einfach so vergisst. Scheiße. Ich wette, sie weiß mehr, als sie zugibt. Ach, nee. Aber wir können sie nicht festnageln, wenn wir nicht wissen, worum es ging. Wenn wir wüssten, worüber sie gestritten haben, hätte sie keine Ausreden mehr. Sicher, aber wie machen wir das? Die Musik war einfach zu laut, man konnte nichts hören. Mary Ann und Tessa waren verrückt nach dem Lied. Es lief ständig rauf und runter. Was meinst du damit? Wir haben diese Vision doch jedes Mal, wenn wir etwas sehr Emotionales sehen oder hören. Wenn wir es uns anhören, löst es vielleicht was aus. Da könntest du recht haben, Ronan. Mit halben Sachen brauchen wir gar nicht erst zu ihr zurückgehen. Lass uns mit Tom reden. Wir müssen sie direkt mit etwas Genauerem konfrontieren. Okay. Finden wir raus, welches Lied das war. Gott, wie sollen wir denn jetzt noch rausfinden, was für ein Lied ist? Ach so, das lief ja gerade auch nochmal, denke ich, ne? Ist das hier Tom? War das Tom? Hey, Tom. Ja. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen. Wie läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden. Aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Wir schließen heute vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa. Survival on Ice? Sie denkt, er ist zu gnadenlos.
Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Oh, nein, noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Habanero und Schokolade. Aber gar nicht übel. Was die sich wohl als nächstes ausdenken? Habaneros sind Chilis? Right? Die Frage ist vielleicht komisch, aber erinnerst du dich an das Lied, das Tessa und Marianne so toll fanden? Es lief andauernd. Wie könnte ich das vergessen? Ich glaube, sie hat die CD immer noch irgendwo hier. Oh, schon ein bisschen abgenutzt, natürlich. Oh, ein Moment. Hat einer von euch schon mal Chilis mit Schokolade mit Chilis probiert? Ich finde die Kombi voll interessant, aber ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Das ist es, oder? Glaube schon. Ja, schmeckt ganz gut, aber nicht so scharf, wie man vorher vermutet. Das ist gut. Zu scharf mag ich nicht. Scharf ist gut, aber nicht zu scharf. Wow, mich hat gerade eine Erinnerungsflut erwischt. Siehst du, was ich sehe? Ja. Sollten wir das überprüfen? Ach ja? Tessa, komm, mach mit. Ich weiß, du liebst das Lied. Nein, auf gar keinen Fall. Einige von uns versuchen hier auch zu arbeiten. Ganz vergessen, wie unbeschwert sie sein konnte. Ja, was zum Teufel ist passiert? Sag Kürbis. Glaubst du, wir können noch weitere Erinnerungen finden? Ich weiß nicht. Versuchen wir. Das mit den Erinnerungen finde ich so cool gemacht, ne? Die Kinder fragen mich andauernd nach diesen Bonbons. Aber die sind so teuer. Nimm einfach die Tüte. Ist okay. Oh nein, das geht doch nicht, Tessa. Kommt von Herzen. Okay. Aber schreib es dir in dein Notizbuch. Okay, okay. Ganz wie du willst. Hier, zufrieden? Ja. Ich komme dann am Mittwoch und helfe dir bei der Ladenschließung. Wie versprochen. Ich finde, sie war selbstgerecht und hat Marianne wie einen Fall für die Wohlfahrt behandelt. Sie hat nur versucht zu helfen. Suchen wir das Notizbuch, das sie hatte. Ich bin sicher, im Büroschrank war eins mit der Aufschrift 2004. Schrems. Eiscreme. Tessa, ist es okay, wenn ich kurz Google benutze? Mein Akku ist alle. Klar, aber beeil dich. Ich brauche den Computer noch. Was, wenn die Regierung Ihnen bis zu $10,000 für Ihre Schulausbildung zahlen würde? Kein Darlehen, keine Rückzahlung. Das ist kein Trick. Und für traditionelle Familien. Oh, Tessa. Ist das dieselbe Gruppe von der Broschüre aus Marians Zimmer? Und für traditionelle Familien. Sehen, wie Tessa das erklären. Talk mit Dr. Whitmore ansehen. Gottes Plan für die Sexualität. 10 christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Leitfaden für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Das ist so ekelhaft, ne? Das Problem ist, ich finde, man denkt immer, es ist überzogen. Es wirkt in dem Spiel so überzogen. Aber ich glaube nicht, dass es überzogen ist. Ich glaube leider Gottes, dass das in manchen Familien der Fall ist, so wie das hier dargestellt wird. Das ist so traurig. Jugendcamp für Tugendstrebende seit 20 Jahren. Jetzt Aufnahme für 2015. Knoblauchschäler. Scrollen.
Ich würde sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. Ich überfliege das nur gerade schnell, ob da gerade irgendwas Wichtiges für uns drin steht, aber gerade nicht. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nee, nein, ich schnüffel nur ein bisschen rum. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Ah, 2004. Was Interessantes? Elijah, Eric, Mary Ann. Kein Eintrag. Scheint, als ob Mary Ann ab Oktober 2004 ihre Schulden nicht mehr zahlte. 5 Monate vor jener Nacht. 140 Euro, 55 Euro. Kann ich irgendwas für euch tun? Wir sind's. Und können deine Erinnerungen auffrischen. Ach, wirklich? Ja, ehrlich. Mary Ann hatte einen ihrer Tage. Du hast versucht zu reden, aber sie hat komplett dicht gemacht. Ihr habt angefangen zu streiten und du bist ins Büro und hast das Lied aufgedreht, das ihr beide geliebt habt. Hm. Und wann war das? Unsere Erinnerungen haben keine Zeitstempel. Kann ich das wissen? Ich würde ja sagen Oktober, weil sie danach nicht mehr hierher gekommen ist, aber... Oktober 2004. Ab da konnte sie nicht mehr ihre Schulden zahlen, oder? Ja. Wer weiß warum. Davor fand sie immer einen Weg zu zahlen. Aber wir stritten uns nie wegen Geld. Ich war frustriert, aber Nackten kann man nicht in die Tasche greifen. Ja, wir dachten nicht, dass es ums Geld ging. Wir wissen vom Bund für traditionelle Familien und, dass sie die Broschüre vom Lager von dir hatte. Welches Lager? Die Untertitel, ja. Das Jugendcamp für Tugendsuchende. Das war eine Konversionstherapie. Du meintest, Tyler sollte da hingehen. Ich... Hört zu, eurer Mutter ging es sehr schlecht. Man sah deutlich, dass sie kurz vorm Zusammenbruch war. Sie gab zu, dass sie überfordert war mit euch. Und ich hatte viel Gutes über das Lager gehört. Deine Antwort auf Mutters Stimmung war allen Ernstes, mich in Konversionstherapie zu stecken? Ich dachte, das könnte helfen. Euch beiden damals. Tyler, es war viel schlimmer als nur irgendwelche Stimmungen. Ihr ging es nicht gut. Gar nicht gut. Ach, der Mutter ging es nicht gut und deswegen weißt muss das du, Kind in so ein Camp? What the fuck? Dann braucht vielleicht die Mutter Hilfe, aber... Ja. Wie hat Marianne deinen Vorschlag aufgefasst? Nicht gut. Du solltest für sie... der perfekte kleine Schmetterling werden, der in seinem Kokon schlummerte. Und ja, das war ein Streitthema. Also hatte sie kein Problem mit mir? Ganz im Gegenteil. Sie hat dich geliebt. Hör zu. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe heute noch viel zu tun. Okay, dann gehen wir jetzt. Danke, Tessa.
kriegen wir die Einkäufe? Liebe kleine Kommentare der Mutter, aber nicht Michael, das hat sie in deinen Kofferraum gepackt. Okay, danke. Tschüss, Tom. Bis dann. Was denkst du? Ich versuche nur, das alles zu verstehen. Unfassbar, dass Tessa Vecchi über die Vergangenheit sprach. Bravo. Ja. Und Mary Ann, sie unterstützte mich? Es ändert im Grunde aber nicht viel, oder? Das passt aber nicht zu den Erinnerungen. Sie war völlig verrückt. Sie wollte mich trotzdem töten. Wie wir bisher gesehen haben im Haus. Bevor weiß der Teufel, was geschah und sie durchgedreht ist. Das fühlt sich gut an, Allison. Hey, sieh mich an. Du kannst deinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen. Mann, ich brauche eine Zigarette. Du sprichst mir aus der Seele. Was? Sorry, ich frag mich nur, was das bedeutet. Ja, ich mich auch. Tja, gut, dass uns Eddie erwartet. Er kannte Marianne ganz gut und hatte ihren Fall. Hat er dir gegenüber denn je was von den Ermittlungen erwähnt? Nein, ich hab nie gefragt. Er dachte sicher, ich sollte lieber nichts wissen. Das wäre ja auch ein unangenehmes Tischgespräch geworden. Ganz genau. Aber er ist ein guter Kopf und korrekt. Er weiß bestimmt was. Gehen wir. Ist alles ein bisschen widersprüchlich, was wir bisher wissen. Ganz schön trostlos. Normalerweise ist es voller, aber die meisten Beamten stempeln um Punkt 6 aus. Gibt's keine Verbrechen nach 6? Auf den Straßen von Delos Crossing? Nur Bären und ein paar Betrunkene. Hier macht die Polizeistation auch um 6 zu. Allein damit klar. Was für ein Held. Wie auch immer, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, oben. Oh mein Gott, was ist das denn? Look at this. Oh Mann, die haben immer noch dieses gruselige Maskottchen. Was? Officer Justin Beaver ist nicht gruselig. Er ist unser Justin Beaver. Polizist. Get it? Warte kurz. Ich will den ganzen Klatsch und Tratsch von Delos Crossing nachholen. Der Name passt. Da geht's um die öffentliche Sicherheit. Nichts Interessantes. Join the team. Zu wenig, zu spät. Oh, ist das immer noch da? So close for oil cleaner. Die Klippen-Austernfischer während der Ölpest weitergenistet haben? Ich hoffe nicht. Vollstipendium, keine Studiengebühren? Mann, vielleicht hätte ich der Nationalgarde beitreten sollen. Tja, stattdessen wurdest du von einem Online-College abgezogen. Zu früh, Tyler. Zu früh. Naja, sollte ich mich gegen die wilde Welt der Buchhaltung entscheiden? Ich kann mir dich wirklich nicht in Uniform vorstellen. Die Echt? Wilde Welt der ich Buchhaltung. Let us take you for a ride. Want to see that what a police officer does on the job? Register for the ride-along program. Als wenn die Polizei hier ein Mitfahrprogramm anbietet. Natürlich. Abgeschlossen.
Home sweet home. Ha. Warst du in deiner Kindheit häufig hier? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Wir haben so wenig zu tun, da ist noch Platz für Touris. Es ist eiskalt hier drin. Kennst du noch Mr. Haynes? Flüchtig. Hatte er nicht diese Werkstatt in seiner Garage, ich auch mal mitfahren darf, in der er Glasskulpturen gefertigt hat? Ja. Wird schon seit Monaten vermisst. Oh Mist. Ich habe seine Kunst immer gemocht. Sie haben ihn nie gefunden. Das war, als wir Kinder waren, oder? Ja. Marianne ist durchgedreht und wollte für Wochen nicht im Dunkeln fahren. Becker Dean. Oh, Grex. Er hat sie einfach wieder liegen lassen. Grex. Das war allerdings nicht für Touris. Der in der Nacht bei uns war? Ja, ist immer noch da. Kann man da sich gar nicht vorstellen. Er wurde hier dafür berühmt, dass er einen Mörder aus Juno fassen konnte. Der Typ versteckte sich in einem Fischerboot und verdarb sich die... Scheiße. Fass nicht alles an, du Tollpatsch. Sorry. Die Delos Crossing Raiders. Die haben jetzt ein Basketballteam? Ja, ein paar Polizisten von hier und ein paar Feuerwehrleute aus der Nachbarstadt. Wie gut sind sie? Eddie ist in Hörweite, stimmt's? Schon. Dann sind sie toll. Ha. Ist das ein altertümlicher Polizeiscanner? Ja, echt cool, oder? Ist jahrelang im Schrank verstaubt, aber Eddie hat ihn letztes Jahr rausgestellt. Nerd. Hier gibt es wieder was zum Erinnern. Warum kommt ihr mir so bekannt vor? Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon. Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fisch aufgedreht und beim Becky-Parkplatz rumgeknutscht haben? Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Labrador. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Das Gefühl kenne ich. Wann sind alle so erwachsen geworden? Nein. Wie kommen Männer immer darauf? Erst umgucken, dann gucken wir uns die Erinnerung an. Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Kennst du sie noch? Cute! Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen die und einen Bären stellte. Oh, verdammt. Arme Dee. Sie hatte Geburtstag. Ich hab ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich hab mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Verdammt, ist abgeschlossen. Was hast du erwartet, Dummerchen? Das ist die Polizei. Sie ist jetzt verrückt nach Hundeschlittenrennen. Geht sowas überhaupt? Geht sowas überhaupt? Dann kriege ich solche Antwortmöglichkeiten? Oh ja, jedes Jahr fährt sie zum Iditarod. Sie hat auch eine Fantasy-Liga, die kleinen Helfer. Richtig cool. Mann, hatte ganz vergessen, was für verrückten Mist die Leute hier mögen. Hey, ich bin auch in der Liga. Vielleicht merkt sie ja gar nicht, dass ich was hinzugefügt habe. Wir schummeln uns da einfach rein. Oh, süß. Die Torte ist ja hübsch geworden. Ja, wo ist denn die Erinnerung? Hier wird's schwächer.
Ja, sie hätte auch einen Doggo malen können. Immer noch abgeschlossen. Schnüffeln wir einfach mal auf dem Polizeirevier rum. Warum ist da jetzt kein Doggo? Weil ich lieber zum Geburtstag gratuliere. Was sagt man dazu? Immer noch abgeschlossen. Eddie muss schon abgeschlossen haben. Ist ja auch schon nach 6, ne? Ja, wie? Irgendwas ist im Weg. Tyler, kommst du? Ja, wo ist denn das? Ach, da. Komm schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? In der Zelle. Das braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Ich war nicht schnell genug beim Reagieren. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ach da. Ich konnte nicht antworten. Waffenkammer. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag Melinda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Ein Kaffee? Also, die Maschine ist unten im Pausenraum. Auch wenn er, wenn der Eddie weiß, dass Tyler ihn nicht mag, wäre es halt wenigstens schon mal eine Geste gewesen, ihn zu begrüßen, oder? Selbst wenn er keine Antwort gekriegt hätte, wäre das doch ein Anfang gewesen, oder nicht? Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn wecke. Irgendwas ist im Weg. Mann, die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Der Typ hier stiehlt aus Briefkästen anderer Leute. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Ah, okay. Ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Entschuldige, war ein schlechter... Wait, what? Hat Brown mich gerade vollkommen ignoriert? Keine Ahnung. Vielleicht ist er verlegen, weil du... Naja, den... Okay, gehen wir rein. Hier wird die Erinnerung wieder weniger. Wo ist denn das? Schließen einfach alle Türen wieder auf, die er schon mühsam zugeschlossen hat. Puh, Rose lässt mich hier nie rein. Oh, Rose hat den Computer angelassen.
gerade. Oh, das war falsch. Okay, aber wir wissen nicht, welches Passwort es gibt, right? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Da! Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Ja, aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Ginge mir genauso. Ja, ich kann mir die Sticky Notes aber nicht angucken. Ich dachte auch, es würde hier irgendwo auf den Sticky Notes stehen. Aber die kann ich mir nicht ansehen. Allison, wie wär's mit dem Kaffee, von dem wir geredet haben? Mir ist nur etwas übel. Das muss ein neuer Rekord sein. Oh, 4 Tage ohne Bärensichtung. Wash your own cups and dishes. Der ist noch warm? Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen es auch nicht leichter. Hey, alles okay? Ich kann das nicht. Beruhig dich, Allison. Halt dich an den Plan. Komm schon, dreh jetzt nicht durch. Nein, bitte, ich kann nicht lügen. Das haben wir schon. Alles wird gut, okay? Was? Alles okay? Ehrlich? Nein. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein- oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Ich habe das Gefühl, das ist ja nur eine Theorie, ich spoiler damit ja nicht, weil es so eine Vermutung ist. Ich habe das Gefühl, dass sie die Mutter umgebracht hat. Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Und er sie schützt. Wow. Ich bin das erste Mal wieder hier seit dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl, er ließ eine Vase fallen. Hier. Setz dich. Okay. Scheiße. Sorry. Er hat sie wieder zusammengeklebt. Diese Vase, die wurde zusammengeklebt. Was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Ist das der Bär? Das ist irgendeine Figur. Der Eiskönig. Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet hat.
Hier gab es gerade noch irgendwas zu erinnern. Nee, noch nicht rausgehen. Sauber gemacht oder sonst was? Nein. Warum wurden wir getrennt? Geht es Olli gut? Olli geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Du bist furchtbar still. Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. Ja, abgeschlossen. Da oben ist noch was. Sieh dir das Kunstwerk an. Süß. Hast du das gemacht? Aha. Ich habe es mal aus Langeweile auf die Vase geklebt. Und niemand hat es entfernt. Wo sind die zwei hin? Sie ist Delos Crossings bester Polizist. Neben Eddie natürlich. Mein Fehler. Was wohl Delos Crossings bester Polizist zum Spinn versteckt? Vielleicht ist irgendwo ein Zweitschlüssel. Kennen wir schon. Sollen wir jetzt echt noch den Zweitschlüssel suchen? Wir schnüffeln ja einfach im Büro von dem Polizisten. Sie merkt sich ja nicht, wenn wir uns den leihen. Stimmt? Wenn wir ihn dann zulegen, wo wir ihn gefunden haben, passt das schon. Wir müssen gleich unbedingt dran denken, ihn zurückzulegen. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Ja, aber man weiß nie, wo man Informationen zu dieser Nacht finden kann. Das stimmt wohl. Wilson lässt ihren Spindschlüssel im Schreibtisch und die Passworterinnerung im Spind? Das ist unverantwortlich. Ein Einbrecher könnte leicht auf alle Polizeiakten zugreifen. Ja, zwei Kobold-Einbrecher zum Beispiel. Winner on my 20th birthday, aber wissen wir, wie alt sie geworden ist? Balto war hier. Es war eine 20, ne? Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Ich bin ja an meinem 20. Geburtstag. Wir wissen, dass sie heute Geburtstag hat. Oder? Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Uff, ich hätte ihr was besorgen sollen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich hab mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Wie alt ist denn sie? Ah, wartet. Sie wird mir die Hölle heiß machen, weil ich ihren Geburtstag vergessen habe. Oh nee, stopp. Zum 29. Wir haben 2015, das heißt, das war 2016, 6.
16, smart. 2006. Aber welcher Tag ist heute? 2006. Das Schreiben von heute. 29.10.2006. Das passt nicht. Warte. Wir müssen ja auch Wörter. Shit, wie hieß sie denn mit Nachnamen? Vielleicht finde ich das auch durch den Vornamen raus. Sie müsste das sein. Wartet. Ich habe eine Idee. Lass mich hier raus. Da war ein Hund abgebildet. Da war ein Hund abgebildet. 2006. Also, wartet Brown nicht auf uns? Ich sollte sie auf einen Drink einladen. 2006. Upsi. Tread. Tread oder Mitch? Wahrscheinlich eher Tread. Finden wir noch den ganzen Namen? Fred. Nee, nur Denise. Nachnamen kennen wir nicht. Fred. Okay, let's go. Wir schummeln uns hier einfach in die Computer von Polizisten rein. Gar kein Problem. Habe ich bei der richtigen Zahl geguckt? Ja, oder? Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Oh, habe ich nicht. Salem. Hä, wo habe ich denn geguckt? Bei 2004.
Salem. Ich glaube, es ist sie. Bingo. Ha! Nur zur Info, weil du morgen früh die Dienstablösung bist. Letzte Woche wurde er wegen Betrunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet und nicht zum ersten Mal. Es geht irgendwie abwärts mit ihm. Ein Schlüsselbund vor dem Veggie. Ich habe schon wieder vergessen, wie es ausgesprochen wird. Vor dem Laden gefunden und abgegeben. Just Between Us, Staffel 2. Polizeivertrag am Jugendzentrum. Gleich, Koppa. Kannst bei mir offene Türen ein. Hat uns aber nicht wirklich weitergeholfen. Ne? Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Hacking für Anfänger. Ich dachte, wir finden hier wirklich irgendwas Interessantes. Puh, das wird morgen großartig duften. Ist das aus Tessas Restaurant? Mhm. Da gehen einfach alle essen. Was Besseres gibt es nicht in Delos Crossing. Ja, gehen wir mal wieder hoch. Genug geschnüffelt. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns alte Leute nur an, weil sie sehr einsam sind. Schon gut, Onkel. Hey, kennst du den noch? Ja, klar. Tyler Ronan. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ja. Sieh mal an. Stand da gerade Type Message? Das habe ich heute oft gehört, Chief Brown. Chief Brown. Kein Grund für solche Förmlichkeiten in der Familie. Aha. Hat sich Delos Crossing verändert? Was denkst du? Ah, gleiches Kaff, anderes Jahr. Na, es ist nicht Juno. Aber viele Leute mögen es hier. Fühlt sich gut an, die Schwester wiederzusehen, was? Ja, es hat zu lange gedauert. Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein, sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Hat vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt in dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher.
Das hat uns nicht wirklich viel geholfen. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt? Oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Ich glaube, er will nicht helfen. Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed. Sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fass es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte. Lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Hör zu, Onkel. Die Trennung hat mir nicht geholfen zu heilen. Wenn überhaupt eher das Gegenteil. Auch wenn er gefährlich gewesen wäre, ich hätte es riskiert. Getrennt zu sein war furchtbar. Ich wusste nicht, dass du so fühlst, kleiner Elch. Kleiner Elch? Es war nicht leicht, darüber zu reden. Okay. Ich wollte nicht undankbar wirken. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Onkel, wir übernachten im alten Haus. Wir sollten los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht mit leeren Mägen gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Ich glaube nicht, dass ein Gespräch alles wieder gut macht, aber er wirkte ja doch recht vernünftig. What the fuck? Was war das? Das ist der wilde Jäger. Wir wissen noch nicht so richtig, was das ist. Bitte, Mom. Baby. Das mit den Haaren tut mir leid. Ich tu's nie wieder. Ich werde dich umbringen. Nein. Bitte. Bitte. Mom, nein. Mom, bitte. Tyler hat sie nicht umgebracht. Unser Bauchgefühl war richtig. Umgebracht. Ich habe sie getötet. Allison, wir müssen
Hilfe rufen. Ich hab sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Das tun Kobolde so. Und Brüder und Schwestern. Alles wird gut. Wir schaffen das. Bestimmt.